Hey Leute und willkommen zum heutigen Video. Dies ist ein Speedart, welches ich jetzt während der Woche so gemacht habe. Nicht wundern, falls ihr irgendetwas von anderen Sachen seht, außer das Gezeichnete. Ich hatte diese Woche echt viel Stress und Sachen, die ich machen musste. Also, um genau zu sein, bin ich jetzt auch heute am Freitag, also an dem Tag, wo das Video online kommt, schneide ich das auch noch fertig und muss es noch hochladen. Also ja, ziemlich stressig. In Zukunft will ich ein paar Livestreams machen, so als kleine Info. Also gerne mal die Glocke aktivieren, damit ihr das auch immer mitbekommt. Wahrscheinlich wird der erste Livestream auch schon heute gewesen sein oder morgen kommen. Also der erste angekündigte. Also ich gehe davon aus, dass ich heute schon einen Livestream gemacht habe. Vielleicht bin ich auch noch dabei, keine Ahnung. Jedenfalls, Livestreams kommen jetzt etwas häufiger als früher. Allerdings werde ich halt nur digital zeichnen, weil ich keine Kamera habe, die ich so direkt live übertragen kann. Ja. Worüber könnte ich noch sprechen? Im Hintergrund zeichne ich einfach. Ich habe einfach angefangen und habe dann so zu Ende gemacht. Also ich wollte halt mal ausprobieren, wie das ist, wenn man so die Schattierung mehr mit Übergang macht. Ich habe nämlich jetzt schon ein digitales Bild ohne Übergänge, also mit harter Schattierung gemacht. Das könnt ihr auf Instagram euch gerne angucken. Und ja, also ich will auch jetzt häufiger mal versuchen, so digitales Zeichnen zu üben. Und mittendrin habe ich dann auch gemerkt, der sieht ja genauso aus wie mein OC, also wie mein Kanalcharakter. Ja. War eigentlich nur Zufall, also war gar nicht geplant. Aber das ist dann wahrscheinlich diese böse Form, die man so im Schatten, im Hintergrund vom Kanalbanner sehen kann. Ja. Und dafür, dass ich das jetzt auch zum ersten Mal so mit richtigem Übergang und alles gemacht habe, denke ich, ist es eigentlich ziemlich gut geworden, das Bild. Also, gern mal eure Meinung so in die Kommentare. Weiß nicht. Ich finde ihn eigentlich schon krass geworden, so. Ja, da habe ich die Haare gemacht, so. Das finde ich immer noch am einfachsten irgendwie. Egal. Beim digitalen und auch beim normalen Zeichnen, also beim traditionellen, finde ich, Haare ist das einfachste. Jedenfalls, hier ist das fertige Bild. Falls euch das Video gefallen hat, gerne eine Bewertung dalassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Schaut auch mal gerne auf Twitter oder Instagram vorbei. Dort erwarten euch mehr meiner Bilder. Immer noch da? Du kannst dir jetzt ruhig etwas anderes angucken. Klick doch auf eins dieser Videos hier. Immer noch da? Ich bin jetzt weg.